Also kann man nämlich wenigstens noch hier so durchgucken. Und von unten sieht das auch gar nicht mal so verkehrt aus. Zur Not machen wir da noch ein Slap hin. Ja. Ich glaube, so werden wir die weiterbauen. Da mache ich mir vorher jetzt aber noch mal ein paar Treppen. Wie viel habe ich noch vorhin Slaps? Auch zu wenig. Ah, ne. Da haben wir noch einen ganzen Stack. Und ihr verschwindet jetzt mal hier. Ich sag mal so ein bisschen die Beleuchtung von der Brücke sehe. Dann ziehen wir das jetzt erstmal so durch. Diese Bauweise. Könnte man ja da statt Slips kompletten Stein reinmachen. Stein, Stein. Stein. Da ziehen wir jetzt erstmal so durch. Treppen. Einmal da. Einmal da. Gleich auf der anderen Seite. Können wir auch direkt die hier dran machen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr. Boah, ich renne hier drauf rum, als ob mir hier nichts passieren könnte. Ich muss einmal ganz kurz was gucken. Ja, genau so ist richtig. Nein. Fail. Wunderbar. Man könnte natürlich auch. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Aber erstmal machen wir das jetzt durch. Die Treppe schon da auch. Jetzt komme ich dann natürlich nur nicht wieder rein. Ne, aber was ich jetzt ausprobieren wollte, war. Weißt du, wenn wir jetzt hier noch eine. Nein. Geht, glaube ich, gar nicht. Oder? Die sollte so schräg sein. Dass sie dann sich da so ansetzt. Doch, geht wohl. Alter! Stürzt er fast ab. Machen wir erstmal so, damit ich nicht immer hin und her springen muss. Und hier nachher noch krepier. Da geht's, warum geht's dann? Ach, das ist keine Treppe. Deshalb geht das nicht. Dann bleibt es so. Super.
Das könnte man natürlich noch aus Juxenderei der Fackeln um drauf setzen, aber das wäre Blödsinn. Wir können von mir das Monster um drauf rumlaufen. Wo ist die Abkürzung? Das verschwindet jetzt mal hier. Hier verschwindet es auch. Verschwindet es auch. Das sieht doch super aus von unten. Jetzt müsste ich mir das natürlich nur noch mal angucken von da unten. Dazu müsste ich einmal von oben wieder mit dem Wasserfahrstuhl runter. Das könnten wir eigentlich noch mal auf der Stelle machen. Da müsste ich mir das noch mal von Nacht angucken. Schwert gezückt, wer weiß, wer da wieder vor der Haustür steht, wie immer. Creeper oder sonstiges Gesochse. Nein, diesmal doch nicht. Gucken wir direkt auch einmal von hier. Also sieht doch schon mal sehr gut aus. Man könnte ja einfach in der Mitte auch nochmal so eine Erhöhung drauf machen. Aus Labs. Damit die nicht so ganz so gerade aussieht. Dass man hier nochmal eine... Na, wo sind sie? Ja, habe ich die jetzt echt alle verbraucht? Sein. Ich habe das Gefühl, dass die zwischendurch mal nicht zu sehen sind. So, dachte ich mir das. Ups. Ja, sieht auch. Ja, besser als das Flache. Zur Not könnte man jetzt auch noch... Was heißt zur Not? Man könnte natürlich auch noch... So machen. Check. Gut, nichts zu sehen. Ja, jetzt muss. Ja, das ist doch gut. Kurz ranzoomen. Mit der Beleuchtung. Ja. Da muss er natürlich jetzt nur noch von unten befestigt werden. Das ist die Frage, machen wir. Wie lange haben wir beleuchtet? Wir haben 4 Stück von den Glowstones. Die goldene Mitte würde ich einfach sagen, nehmen wir den hier, den dritten. Von hinten. Creeper Check. Den hier. Und machen von da aus einfach. Fangen wir von unten an und machen einen Pfeiler nach oben. Der dann später so ein bisschen nach da geht und nach da geht. Ups. Und dann später von der. Wand aus müssten wir eigentlich auch noch Maus hochbauen und von da aus auch noch eine kleine Verstärkung nach da machen und nach da. Genau, aber jetzt gehen wir erstmal zurück und gucken uns das nochmal bei Nacht an. Ist ja eh gleich soweit. Aber das werden wir in der nächsten Aufnahme dann machen. Könnte ich ja eigentlich nochmal, solange wir es noch ganz dunkles, nehmen wir nochmal kurz das Holz mit. Wir müssen ja sowieso warten, bis das dunkel genug ist.
Komm schon, du schaffst es. Jetzt zücken wir schon mal das Schwert. Es ist nämlich dunkel. Ach, das sieht doch schon recht gut aus. Muss nur noch dunkler werden. Ah, es wird dunkler. Wie man sieht. Die Sonne geht unter. Leuchtet, sieht es schon mal sehr gut aus. Monster dürften eigentlich auch keine kommen. Hell genug ist es da. Ja, ist halt auch schon mal gut oben drauf, aber das ist ja nicht schlimm. Jo, sieht super aus. Jetzt gehen wir mal kurz das hin von innen angucken. Von hier kommen würden, wie das aussieht. Ich könnte mal eigentlich auch noch eben wegmachen. Da kommt das ja aus dem Berg raus, da muss das so aussehen. Könnte natürlich auch mal da noch ein Slap hinmachen. Dass das ein bisschen gleich aussieht. Obwohl, ne, das haben wir ruhig so. Kommt jetzt aus dem Berg raus, da ist das schon in Ordnung. Ja, Dreierbreite ist optimal. Für die Brücke. Super beleuchtet. Da müssen wir uns später noch das hier weitermachen. Du kommst schon mal weg, die brauchen wir nicht mehr. Ja, dann wären wir hier. Vielleicht, sag ich extra, die Monsterfarm reinbauen. Oder ich mach da die Tierfarm rein. Da können wir dann einfach ein Chunkloader reinsetzen. Steht noch nicht fest, auf jeden Fall haben wir schon mal unsere Brücke. Das ist schon mal viel wert. Könnte natürlich auch statt... Kann man da nicht aufspringen? Ne, geht nicht. Jetzt hätte ich gesagt, machen wir das hier noch weg. Machen das so schräg runter. Überlege ich gerade. Aber der wird dann bestimmt... Ne, der wird nicht aussehen. Der muss schon so aussehen. Auch wenn man jetzt hier nicht mehr runter gucken kann. Nein, das lassen wir so. Du arme Schaf. Komm, ich mach dir mal ein bisschen Licht. Damit du nicht so im Dunkeln da stehst. Bitteschön. Dann werden wir nochmal uns um die Stützen kümmern müssen, aber da muss ich mir erst noch was überlegen, wie das genau aussieht. Vielleicht probiere ich das auch mal so aus. Gut. Dann bleiben wir doch hier in dem Raum. Stellen uns vors Bett. Und damit sage ich erstmal für diese Aufnahmerunde bye bye. Wir haben wieder jede Menge geschafft. Und das in einer recht kurzen Zeit. Den Rest machen wir beim nächsten Mal. Ciao Leute. Man sieht sich.